So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt den ganzen Geröll weggebracht. Ich habe auch noch so ein paar Tage trainiert mit Zentarumon. Habe auch sein Gewicht nochmal nach oben drin, was wog nur noch 6 Kilo oder Eier oder Einheiten, Daten. Byte. Es wog nur noch 6 Byte. Jetzt ist es immerhin wieder bei Kilobyte angekommen, ne? So, ein großer Felsen ist im Weg. Ja, Moment. YouTube, mach mal. Hat irgendwelche Digimon-Blatt gewalzt, die jetzt nicht mehr im Weg sind. Und dann können wir endlich das nächste Digimon verklopfen. Nämlich da oben. Du bist so weit fit. Ja, und zwar, aufgepasst, wir müssen drehen. LE auf 2000, MP 4000, Angriff 200, Tempo 200, Abwehr 400, IQ 400. Und das Gewicht muss 40 sein. Das Gewicht ist das kleinste Problem. Da wird er einfach gnadenlos überfördert. Das macht om nom 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 nom. So. Was passiert denn? Die Stämme verlieren ihr Gedächtnis und verwildern. Ich weiß nicht, wie lange ich noch klar denken kann. Wir müssen etwas tun. Sie erkennen die Gefahr nicht. Ich brenne. Hey! Halt, willst du denn die Insel zerstören, du Vollidiot? Ja, bist du, geh aus dem Weg. Es gibt keine andere Lösung. Dir auf die Schnauze zu hauen und dich zu beruhigen. Voll tief in die Beine, aber davon ist er wirklich nicht, denn er ist ein Pferd. Haha. Das wird ein recht chilliger Kampf. Da kommt nicht mal mehr zum Angreifen der Meramon. Das Meramon, es kommt nicht rein. Es kommt einfach nicht zum Angreifen. Einen Angriff müssen wir jetzt noch aushalten. Jetzt komm, krieg doch mal noch einen Angriff, ja? Den Finisher durchbekommen. Oh, Blut. Und tschüss. Ja. Endlich, das hat ja mal gedauert.
geht einen anderen Weg. Wenn du die Insel zerstörst, war alles tot. Voll Idiot. Was? Wir bauen eine Stadt für die Insel, in der wir alle Digimon dort versammeln. Das heißt, wir retten die Insel vor dem Unheil, wenn die Digimon vereint werden. Vielleicht hast du recht, aber alle Digimon zu sammeln ist... ja, okay, ja, wir schaffen das schon. Ja, okay, ich versuch's, ich begleite euch, ich komme in die Stadt. So, das ist die Kurzform. Boah, laber doch eins auf. Wie die einen immer zulabern wollen. So, hier hinten gab's doch noch, ja, genau, hier gab's doch noch was zu holen. Medizin. Und ein Kraftchip. Alles schön zum Verkaufen, gut. Ja, ja. So, und jetzt ist es auch hier schön ruhig und leise geworden. Da unten gibt es jetzt auch noch ein paar Sachen zu holen. Aber wir wollen hier raus. Denn wir wollen unseren Laden erweitern, dass wir endlich Camping-WCs haben. Dann können wir nämlich schön gediese trainieren. Und uns unser erstes Ultra-Digimon sichern. Mit dem wir dann ein paar anderen Digimon auf die Fressbretter hauen können. Ganz einfach, die Sache. Wir müssen den Piximon noch holen. Nur wie gesagt, das kann dauern. Weil dieses Piximon. Hier merken, huch, hier ist frei. Und auf geht's, nächstes Digimon. Ha, wolltet ihr. Da wollten sie mich hier überrumpeln. Glaube ich hier lang? Nein, hier kommt später ein anderes, ein Wademon. Ich glaube, zu dem könnte Zentarumon auch werden, aber da bräuchte ich einen ziemlich hohen IQ dafür. Haben wir es verpasst? Ich schätze schon. So. Unser Digimon ist aufs Klo. Schon wieder. Und so war der? Ein Klo? Wow, Zentarumon, du bist am Fernsehen. Verdammt nochmal, beherrsch dich doch. Nein, noch kein Durchgang. Okay. Von 16 hast du dich auf wie viel runtergekriegt? 3! Von dir Streiter! Boah,
hast du doch nie alle. So. Oh, jetzt aber jemand. Von den Zeigmon. Ja, die heißen Zeigmon. Ich weiß nicht, ob sie auch schon so heißen. Ich will es auch gar nicht wissen. Wenn ich mit irgendwie gar nicht kämpfen. Einladen! Das ist die Zeigmon. Gibt es wahrscheinlich noch keine, genau, weil ich bin ja bis jetzt noch nicht. Und hat's gefallen. So, können wir uns erlauben. Hier gibt's Karten. So, hier gibt's einzelne Karten zu kaufen. Normalerweise auch in Booster Packs, aber heute nicht. So, jetzt holen wir uns zuallererst Elegmon. So. Ja. So, und da in der Stadt. Na, da uns ja runter. So, Patamon hat auch was ganz Spezielles an sich, um ihn in die Stadt zu bekommen. Müssen wir ihn dreimal auf die Schnauze hauen. Und zwar hintereinander. Das heißt natürlich jetzt nicht in einem einzigen Kampf dreimal hintereinander treffen. So. Sondern das heißt ganz einfach, dass wir ihn dreimal hintereinander schlagen müssen. Komplett niederwalzen. Ich hau dich um. Ja, dem ist langweilig. Du hast mir zu einem Engel. Ich hau dich an. Hau dich auf der Schlauer. Zum Glück haben wir zwar schwache, aber dafür schnelle Technik. Patamon dürfte kein Problem werden. Uns gehen höchstens die MP aus. Dann haben wir immer noch Finisher. Ich glaube, wir kommen nicht mal zum ersten Finisher wirklich. Oh. Jetzt noch zwei Angriffe.
Oh, nicht vollbekommen. Wahnsinn. So. Nochmal. Oh, sein erster Angriff ging durch. Mehr. Ja, mit MP könnte es knapp werden. Den MP-Chip da unter dir, den könnte ich jetzt allerdings in diesem Kampf brauchen, Padamon. Zentarumon, benimm dich. Treff mit deinen Angriffen, bitte. Wir haben nicht mehr viel MP zur Auswahl. Das sollte gut schön in der Ecke bleiben. So, kommen die Attacke voll auf die Schnauze und Treffer und besiegt. Ja, da. Ja, Padamon hat viel zu viel Zeit und Langeweile, das sagt er uns jetzt hier so schön freundlich und tschüss, bin ich da. Und jetzt schnappen wir uns Biomon. Denn Biomon und Padamon gehen beide hin und erweitern unseren Laden. Los, YouTube! Thank you.
Na los! Oh, das kommt hier aber. Los, bring's zu mir. So. Ab in die Stadt. Schon Fleisch abholen für heute. Ja, waren wir. So, denn ab jetzt sollten wir trainieren. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt auch schon Camping-NPCs. Hunamon war hier, Bakemon war hier. Meramon. Elegmon, Padamon, ich habe einen Laden empfohlen. Biomon, er hat einen Laden empfohlen. Das ist die häufigste Antwort. Es wollte eine interessante Arbeit. Ich habe einen Laden empfohlen. Es wollte eine vielseitige Beschäftigung. Ich habe einen Laden empfohlen. Es wollte etwas erreichen. Ich habe einen Laden empfohlen. Ja. Und das Training, was ich jetzt mache mit Santarumon, werde ich wieder rauscutten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.